Ja, also wir beginnen also gleich mit Herrn Amir Tsiri. Herr Tsiri ist Professor für islamische Studien am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft der Universität Freiburg und Direktor des Zentrums. Sie werden einführen in das Thema Tradition und Diskurs und dem Wandel als Möglichkeit islamischer Hermeneutik. Ja, vielen Dank, Asma, für die Einleitung. Ich freue mich, dass wir dieses Panel in der Konstellation gestalten dürfen. In der Vorbereitung, also in der konzeptionellen Vorbereitung des Panels, hatten wir auch mit Herrn Khurshid einige Gedanken formuliert. Und ich werde eine Folie zu dem, was wir im Vorfeld konzipiert haben, auch mit Herrn Professor Khurshid, dann nochmal ausführen, um einfach zu zeigen, was eigentlich der Fragehintergrund auch seines Vortrags gewesen ist, ohne da zu stark vorwegzugreifen, aber zumindest, dass Sie sehen, worum es in der Fragestellung des Impulses von Herrn Khurshid gegangen wäre. Genau, ich möchte also einen theoretischen Überbau aufzeigen. Und ich wollte kurz sagen, woher ich eigentlich komme oder warum ich auf diesen Traditionsbegriff komme. Das ist einfach die inflationöse Benutzung und Verwendung dieses Begriffes, sowohl in der, also in der Populärliteratur, aber auch in der wissenschaftlichen Literatur, also zahlreiche Verweise auf eine islamische Tradition, sei es in der Seelsorge, in der sozialen Arbeit, aber auch in der systematischen Theologie. Und ich hatte es dann, ich sag mal, relativ offen einfach ziemlich gefuchst, weil ich einfach nicht weiß, was damit gemeint ist, also dieser Verweis auf eine islamische Tradition. Das ist also ein Containerbegriff zum einen, man meint damit Islam generell oder beispielsweise einige Strömungen innerhalb des Islams. Es ist auch ein Fluchtbegriff, warum? Weil er einfach eine provisorische Legitimität erzielt, also man muss sich nicht mehr lange damit aufhalten, irgendetwas zu begründen oder herzuleiten, sondern man verweist auf eine islamische Tradition und damit ist dann eigentlich schon irgendwie eine Legitimität gegeben, dass das, was man sagt, richtig ist, so ungefähr. Ja, also ich überspitze das jetzt auch ein wenig. Und ich habe mir dann also die Frage gestellt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, systematisch festzustellen, was Tradition sein kann und ob es irgendwie einen werthaltigen Begriff oder einen werthaltigen Zugriff auf diesen Begriff der Tradition geben kann aus einer islamischen Perspektive. Dann bin ich über systematische Traditionstheorie auf so etwas gekommen, was man das Hintergrundwissen nennt, womit also Tradition oftmals auch übersetzt wird oder wozu Tradition fungiert, also als ein Reservoir oder Hintergrundwissen, ein Becken an sinnstiftenden Momenten, die dann zu gesellschaftlicher oder religiöser Aktualisierung genutzt werden. Und es gibt zwei Kategorien, die immer wieder auftauchen in dieser Beschreibung des Hintergrundwissens, und zwar Erinnerung und Wissen. Und ich habe also versucht, dann anhand dieser Kategorien Erinnerung und Wissen in der islamischen Ideengeschichte aufzuzeigen, wie man einen Traditionsbegriff systematisch herleiten kann. Und die Idee ist also einmal, einen werthaltigen Rückgriff auf den Begriff der Tradition vorzustellen und zweitens diesen am Ende diskurstheoretisch anschlussfähig zu machen. Und ich möchte Ihnen auch am Ende sagen, warum ich diesen Traditionsbegriff diskurstheoretisch anschlussfähig machen möchte. Zunächst zum philosophischen Problem. Ich weiß nicht, ob jemand das von Ihnen mal gesehen hat, das heißt das Schiff des Theseus. Also es ist in der griechischen Antike eigentlich das, die Metapher, um ein wichtiges Problem im Umgang mit Tradition einzuführen, philosophisch einzuführen. Es geht also darum, Theseus ist ein antiker Held, ein Seefahrer und Seeheld, der also durch die Meere schifft und dort Ungeheuer bekämpft, allerlei Arten von Ungeheuern. Und bei diesen Kämpfen wird sein Schiff ständig ramponiert. Und er fährt dann zurück zu seinem Hafenmeister und der repariert das ramponierte Schiff. Und mal tauscht er bestimmte Planken aus, mal dichtet er irgendwelche Stellen ab oder repariert den Mast und so weiter. Und die Idee ist also, oder die Frage ist, mit zunehmender Reparatur, wie viel ist eigentlich noch von dem alten Schiff da? Ja, und irgendwann geht dieses Schiff komplett zu Bruch und der Hafenmeister sagt, ich habe jetzt so viele alte Bestandteile von dem Schiff, das ich eigentlich immer repariert habe, dass ich daraus eigentlich wieder ein komplett neues Schiff bauen kann. Und die Frage stellt sich dann, wie verhält sich
ja, das neue Schiff zu dem alten Schiff? Was ist das Ursprüngliche, was ist das Eigentliche, was ist das Authentische, wenn wir ein Modewort auch nicht nur islamischer Theologie, sondern auch aus der Fitnessbranche und Gastronomie und so weiter verwenden wollen. Also authentisch sein ist eigentlich ein Kulturbegriff, der heutzutage sehr, sehr prominent ist. Und diese Frage, also dieses Schiff des Theseus, das thematisiert eben die Frage von Identität und Veränderung. Und wenn wir das auf die Frage von Tradition beziehen, islamischer Tradition, dann eben, was ist noch Identität und was ist Veränderung und was ist authentisch daran? Ist das Neue authentischer, weil es vielleicht ein Geist oder eine Idee des Alten mitführt, oder ist das Alte das Authentische, weil es tatsächlich also elementar und materialitar das Authentische und das Erste ist. Wir kommen später dann darauf zurück. Genau, und kurz dann zu der Struktur. Also erstmal die zwei Kategorien, islamische Erinnerung, dann islamisches Wissen. Dann versuche ich das zusammenzuführen anhand von zwei Denkern. Dann im vierten Punkt möchte ich ganz kurz einfach diesen Fragehorizont aufwerfen, der eigentlich für den Impuls von Mohammed Khurshid vorgedacht gewesen ist. Und dann am Ende möchte ich die Überleitung von Tradition zu Diskurs vornehmen. Tradition als Weise des islamischen Erinnerung. Ich berufe mich da vor allem auf die Theorie des kulturellen Gedächtnisses von Jan Assmann, der also drei Stadien der kulturellen Kontinuierung formuliert. Rituelle Kohärenz, textuelle Kohärenz und Kanon. Rituelle Kohärenz ist die unmittelbare Form der kulturellen Kontinuierung. Es ist Beobachtung, Repetition und Imitation. Es ist geprägt von einem Verhältnis von Vormachenden und Nachmachenden und es geht um Rituale und Ritualmeister. Von dieser rituellen Kohärenz geht es in eine textuelle Kohärenz, wo es also nicht mehr um die Performation geht, sondern um die Textualität der Erinnerung. Dieser Bruch oder dieser Wandel ereignet sich oftmals in bestimmten Bruchsituationen, beispielsweise zivilisatorische Bruchsituationen, Kriege, Umweltereignisse oder interpretative Bruchsituationen, wo nicht mehr klar ist, was die eigentliche Bedeutung eines Textes oder eines Rituales ist. Oder beispielsweise also alle Formen, die im Grunde genommen eine Gefahr für diese Kontinuierung der Erinnerung darstellen. Und Kanon ist dann so etwas wie der Endpunkt der normativen Festigung, wo es dann im Anschluss daran nur noch um Korpuspflege, ich sage nur noch, da ist schon eine kleine Wertung drin, wo es um Korpuspflege und Korpusbehütung geht. Und es geht mir also darum, diese assmannische These jetzt auf die islamische Ideengeschichte zu transferieren und durchzudeklinieren und gucken, ob das durchhält. Wenn wir uns anschauen, die Frage der rituellen Kohärenz und wo es also um die performative Erinnerung geht, da würde ich sagen, finden wir eigentlich viele Hinweise darauf, dass die performative Erinnerung inhärenter Bestandteil vieler Aussagen und auch Beschreibungen der Frühzeit des Islams ist. Wenn wir den Koran nehmen und trage den Koran vor, wohlgeordnet, oder wenn wir einen Ausspruch des Propheten Mohammed nehmen, wer den Koran nicht rezitiert, gehört nicht zu uns. Also die Performance des Rezitieren als eine gelebte Form der Erinnerung. Und die Frage, warum Mohammed etwa Menschen ausschließt, die nicht rezitieren, wäre dann nicht formal juristisch zu sagen, sie sind ausgeschlossen aus der Religionsgemeinschaft, sondern dass sie nicht mehr Teil der Erinnerungsgemeinschaft sind. Also, aber es ist ein selbstgewählter Ausschluss. Sie geben etwas dem Vergessen preis, dass sie also nicht mehr festhalten an der Rezitation und damit schließen sie sich selber aus der Erinnerungsgemeinschaft aus. Wir finden auch Hinweise aus der Hadith-Literatur, die sogenannte praktische Hadith oder Hadith, die zur Praxis nachahmen oder auch solche, die die besondere Bedeutung der Nachahmung des Propheten zelebrieren. Etwa bei Ibn Umar, wo es heißt, dass er ständig unter einen Baum gegangen ist, auch ohne tatsächlichen Grund oder Zweck. Und als man ihn gefragt hat, warum er das tut, hat er gesagt, weil der Prophet Mohammed auch immer unter diesen Baum gegangen ist. Oder wir sehen etwa den zweiten Kalifen Umar ibn Khattab, der sagt zu dem Stein in der Kaaba eingelassen, wenn ich nicht gesehen hätte, dass der Gesandte Gottes dich küsst, ich würde dich nicht küssen. Und man sieht also, es geht hier eigentlich gar nicht um eine inhaltliche
Rezeption, sondern es geht eigentlich nur um eine formale Imitation einer Handlung. Und das ist eben das Interessante, dass wir also auch hier Hinweise darauf finden, dass, ja, dass es also ein Festhalten an dieser rituellen Kohärenz gibt. Dann gibt es den Wandel oder ja, den Wandel zur textuellen Kohärenz. Und wir haben also eben gesagt mit Aßmann, dass es vor allem an solchen Momenten stattfindet, wo Bruchsituation oder Gefahr für die Kontinuierung von Tradition geahnt wird. Und wir sehen das beispielsweise, dass die Entscheidung für die Kodifikation des Korans unter der Ägide von Abu Bakr vor allem dann stattgefunden hat, als etwa 70 Hufaz, sogenannte Hufaz, also Korankenner, in der Schlacht von Yamama umgekommen sind. Also die Personen, die Träger dieses Erinnerungsgutes, deren Zahl wird so minimal, dass eine Gefahr entsteht für die kulturelle Kontinuierung. Wir finden andere Hinweise auf eine Unübersichtlichkeit der Auslege und also des Auslegematerials, wo es zum Beispiel heißt von Ibn Sirin, einem späteren Gefährten, der sagt, also jeder sagt etwas nach seiner Meinung und wir bedürfen einer Zentrierung oder einer Kanalisierung unserer Tradition, der islamischen Tradition. Und wir finden auch technische Revolutionen im Grunde genommen, ja, also von der oralen Kultur in die schriftliche Tradierungskultur, sehr, sehr umstritten im 9., 10., 11. Jahrhundert unter islamischen Gelehrten, weil eben die Frage bestand, dient das noch unserem eigentlichen Zweck der rituellen Tradierung, ja, und solche technischen Momente oder technischen Revolutionen, denken Sie heute an Digitalität und die Herausforderungen, die damit einhergehen, die sind eben auch solcher Bestandteil. Der Moment der Finalisierung, der kann an unterschiedlichen Momenten stattfinden, etwa die Koran-Edition des Uthman oder die 6 kanonischen Hadith-Bücher, die Durchsetzung textueller Überlieferung neben der oralen Überlieferung oder aber die Kairener Koranausgabe von 1924. Also das alles sind Endpunkte von Kanonisierungsprozessen. Und das Interessante ist, das ist vielleicht ein letzter Punkt, dass der Isnad eigentlich das Instrument wird, um diese Kontinuierung zu gewährleisten. Und der Isnad wird nicht nur technisches Instrument, sondern er wird selber zu einem Theologomenon. Das heißt, es gibt eine Selbstidentifikation über den Isnad als Teil der Zugehörigkeit zu dieser Erinnerungsgemeinschaft. Etwa wenn Al-Auza'i sagt, der Verlust des Isnad ist der Verlust des Wissens ist der Verlust des Isnad. Oder Ash-Shafi, der sagt, wir sind die Gemeinschaft des Isnads. Also es gibt eine sehr, sehr starke Selbstidentifikation über dieses eigentlich technische Instrument. Aber dieses Instrument ist eben kein Instrument mehr, sondern es ist ein erinnerungstheoretisches Konzept. Genau, ich möchte kurz zur zweiten Kategorie Tradition als Weise des islamischen Wissens etwas sagen. Genau, also auch hier einfach nur einige Punkte zusammengefasst, dass es dem islamischen Wissen vor allem in diesem Offenbarungszeitraum um einen starken Wettbewerb um Weltdeutung gegangen ist. Also diese Konkurrenzsituation, in der Mohammed sich mit der Offenbarung befunden hat, dass das ein sehr starker Teil auch des Wissenskonzepts oder des Wissensaspekts der islamischen Ideengeschichte ist. Die Vorstellung, dass die islamische Offenbarung einen privilegierten Zugang zu Wissen ermöglicht. Mohammed muss sich durchsetzen gegen Dichter und gegen Wahrsager und er wird ja auch im Koran angegriffen von diesen Personen und es geht immer um die Frage, wer hat eigentlich einen privilegierten Zugang zu transzendentem Wissen. Deshalb zum Beispiel die Symbolik mit den Dschinnen, die an dem Firmament fliegen und wo also einige Informationen aufgeschnappt werden. Und Mohammed stellt diese Deutungen vor eine Herausforderung und geht also in einen Wettbewerb um Weltdeutung mit einer eigenen Weltdeutung, eben mit der koranischen Weltdeutung. Und es gibt also einige Achsen, die sich dann hier etablieren über die Ideengeschichte hinweg. Das ist die Opposition von Wissen und Unkenntnis, die Einheit von Wissen, Wahrheit und Glück oder auch die Einheit von Wissen und Tat. Das Potenzial des Wissens erfüllt sich immer in der geistigen Pflege, aber vor allem auch in der praktischen Umsetzung. Ich komme dann auf die Ausgangsfrage zurück.
Worin besteht gelebte Tradition? Also nochmal vor diesem Hintergrund dieser philosophischen Einführung. Und ich möchte das einfach an zwei jetzt zugegebenermaßen sehr plakativ vorgestellten Positionen thematisieren. Einmal die Position von Mustafa Azami, einem, ich glaube, indopakistanischen Hadith-Gelehrten, der in einem Artikel reagiert auf die Hadith-Kritik, die fundamentale Hadith-Kritik von Josef Schacht. Und eigentlich kann man seine Position auf den Punkt bringen, zu sagen, muslimische Überlieferungskritik sichert die Lebendigkeit der islamischen Tradition. Fazlur Rahman in einem seiner vielen Werke, Islamic Methodology in History, entgegnet dieser Position nicht explizit, aber implizit, indem er also sagen würde, Lebendigkeit islamischer Tradition entsteht durch ein bewusstes Akzeptieren der Überlieferungsinhalte oder der Überlieferungsgehalte. Und wenn wir das ja so übertragen auf diese Schiffsmetapher, dann würde man eben sagen, Azami hält eigentlich an der Materialität des ersten Schiffes fest und sagt, das eröffnet überhaupt die Möglichkeit zum Gehalt. Und Fazlur Rahman sagt, es geht um den Geist des Schiffes, also wie es benutzt wird, welche Erfahrungen es gemacht hat, wie es performt hat auf der See und mit welchen Erinnerungen es verbunden wird. Und ich habe das jetzt mal versucht, auch nochmal zusammenzufassen, einmal als materielle Absicherung der transgenerationalen Kulturgenese oder Weitertradierung islamischen Wissens und auf der anderen Seite eine inhaltliche Absicherung der transgenerationalen Kulturgenese. Ich wollte es einfach mal so etwas plakativ gegenüberstellen. Ich bin selber noch sehr, sehr unentschlossen. Vielleicht braucht es auch beides, aber ich glaube so, die Diskussion bewegt sich eben in diesem Rahmen zwischen einem sehr materiellen Zugang und eigentlich eher einem gehaltorientierten Zugang. Ich möchte dann kurz sagen, wie gesagt, also wie anfangs erwähnt, was der Fragehorizont des Beitrages von Mohammed Rashid gewesen ist in der Vorbereitung dieses Panels. Ausgangspunkt war eine lange Diskussion über diesen Hadith, meine Gemeinde einigt sich nicht auf einen Irrtum. Und die Frage, was bedeutet das eigentlich für religiöse Aktualisierung und für den Bezug zu Tradition? Die Konsequenz dieses Ausspruches, dieses Hadiths wäre also zu sagen, jeder Aktualisierungsvorschlag, der von einer Person oder einer Gruppe eingebracht wird, geht durch die gemeinschaftliche Prüfung. Nur dann erhält er das Siegel göttlicher Legitimation, da die Gemeinde sich nicht irren könne. Ja, und das ist eben interessant, wenn die Gemeinde oder wenn die gemeinschaftliche Prüfung zum Korrektiv religiöser Aktualisierung wird. Und ob das überhaupt, also ob das überhaupt so ist, ja, da sind sehr, sehr viele Fragen damit verbunden. Es gibt einige Positionen, auch philosophische Positionen bei Hans-Georg Gadamer, der sehr, sehr stark vom Sensus Communis spricht und eigentlich sagt, dass jede Aktualisierung eine Umwelt, eine Gemeinde braucht, um sich dort realisieren zu können. Aber es gibt eben auch sehr, sehr kritische Stimmen, die sagen, ja, wer bestimmt das überhaupt, wo zum Beispiel ein Aktualisierungsbedarf besteht und wo nicht? Oder was sind eigentlich die Zugänge zu diesem Diskurs, der dann stattfindet innerhalb der Gemeinde? Oder meint dieser Hadith, ist das eine Garantie oder ist das nur eine Idealvorstellung? Oder was bedeutet eigentlich Irrtum in diesem Sinne? Ist es ein theologischer Irrtum oder ist es eine Sozialpraxis? Ja, also da sind viele Fragen auch noch offen. Dann jetzt als letzte Folie den Überschlag machen von Tradition zu Diskurs. Sie haben es gestern vielleicht schon gemerkt, also ich bin schon ein sehr starker Vertreter diskurstheoretischer Zugänge auch zum islamischen Verstehen. Und der Hintergrund dessen ist zweifach. Einmal kommt dieser Hintergrund aus der Diskursethik, wo also mit Habermas gesprochen die Verhandlung von unterschiedlichen moralischen Geltungsansprüchen in pluralen Gesellschaften eigentlich nur diskursiv und diskursethisch zu lösen sind, also indem man nicht auf dogmatische Letztwahrheiten sich beruft, sondern indem man versucht in einem Diskurs, das heißt eigentlich wortwörtlich zwischen zwei Punkten hin und her zu laufen, ja, indem man einfach im wechselseitigen Gespräch, Austausch, Diskussion, auch Kontroverse
diese unterschiedlichen Geltungsansprüche verhandelt. Und für Habermas ist das also eine wichtige Bedingung für das Funktionieren pluraler Gesellschaften. Habermas beschreibt Tradition, also er definiert Tradition nicht systematisch, aber er verwendet diesen Begriff teilweise auch im Sinne eines Hintergrundwissens. Und es gibt also einige andere Forscher, die würden sagen, Habermas Diskursethik ist eigentlich eine implizite Traditionstheorie, weil er eben auf diesen Begriff des Hintergrundwissens rekurriert und es als einen symbolischen Deutungsvorrat für diskursive Verhandlungen in der Gesellschaft aufnimmt. Da ist also der Punkt, wo ich jetzt einsteige mit Islam, und zwar die Idee zu sagen, die Gestaltung islamischer Theologiegeschichte als auch Religionsorganisation ist eigentlich durchweg diskursiv. Also Sie können das offenbarungstheologisch deklinieren, indem Sie beispielsweise sagen, die Verhandlung des Korans in seiner Umwelt ist eine diskursive Verhandlung um Überzeugung. Sie können das religionsorganisatorisch definieren, indem Sie sagen, es gibt eigentlich keine Ämter, die sakral definiert sind, sondern sie sind eigentlich immer nur durch Kompetenz und irgendwie auch gemeinschaftliches Zugestehen definiert. Und Sie können das auch durch die Art und Weise des islamischen Theologisierens definieren, wo es eigentlich immer darum geht, diskursive Überzeugungsleistung herzustellen. Und das sind also drei Elemente, warum ich eben sagen würde, die islamische Religions- oder Theologie und Religionsgeschichte ist also dieser Idee der diskursiven Verhandlung genuin sehr, sehr zuträglich. Und wenn man das feststellt, dann ist es also der letzte Schritt zu sagen, eine islamische Diskurstheologie, also der Begriff gibt es bisher nicht, aber ich projiziere das mal einfach so, eine islamische Diskurstheologie, die auf einen systematischen Traditionsbegriff zurückgreifen kann, bietet das Potenzial, aktuelle Fragen religiöser Aktualisierung im Rahmen gesellschaftlicher Verhandlung unterschiedlicher moralischer Geltungsansprüche sinnvoll zu bedienen. Ja, also etwas dicht zusammengefasst, aber eben zu sagen, ein systematischer Traditionsbegriff, der sich am Ende diskursiv anschlussfähig ist, bietet eben auch die Möglichkeit, Fragen in der Verhandlung in pluralen Gesellschaften zu bedienen. Ja, das wäre es soweit von meiner Seite. Genau, ich hoffe, ich habe einigermaßen die Zeit im Blick behalten und freue mich dann später auf die Diskussion. Ja, vielen Dank für diese ersten theoretischen Überlegungen. Ich denke, wir werden dann in der Diskussion einzelne Aspekte nochmals und Konzepte nochmals vertiefen können. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich mit Ihrem Input-Referat weiterfahren. Frau Fahima Ulfat, sie ist Professorin für islamische Religionspädagogik am Zentrum für islamische Theologie der Universität Tübingen und Leiterin des Instituts für islamisch-religionspädagogische Forschung. Sie werden referieren über das Verständnis muslimischer Jugendlicher von Tradition und Wandel mit einem besonderen Fokus auf Geschlechterdifferenz. Können Sie mich auch so hören oder soll ich lieber das Mikrofon benutzen? Ja, also ich grüße Sie auch ganz herzlich werde mich jetzt dem Thema aus der Empirie nähern sozusagen und mein Beitrag liegt auch so ein bisschen quer zu deinem und auch Mohannads Beitrag, wenn er jetzt hier gewesen wäre, weil ich eben nicht mich jetzt mit dem theoretisch mit dem Traditionsbegriff oder der Traditionstheorie auseinandersetze, sondern mich auf die gelebte alltägliche religiöse Praxis von Musliminnen und Muslimen fokussiere. Und daher schaue ich eben mir das Verhältnis von Bewahrung, Weitergabe, Ablehnung und Veränderung in der gelebten Praxis von jungen Musliminnen und Muslimen in Deutschland an, und zwar am Beispiel von Sexualität und Gender. Und ich gucke mir eben an, welche Diskurse, sozusagen Normen- und Wertediskurse in der gelebten Praxis vorherrschen. Warum tue ich das? Weil ich eben Religionspädagogin bin und die Religionspädagogik fragt danach, wie Menschen Religion bzw. Zeugnisse religiöser Tradition wahrnehmen, leben und in ihrem Handeln und Denken zum Ausdruck bringen.
Das heißt, dass die jeweilige Situation der Menschen ernst genommen wird und diese mit der Theologie und der religiösen Tradition in einen fruchtbaren Dialog gebracht werden und auch umgekehrt. Und mit Situation sind eben die Menschen gemeint, ihre Lebenswelt, ihre Denkweisen, Haltungen und Handlungen, aber auch die Geschichte, Kultur und Gesellschaft, in der sie leben. Das ist sozusagen die Situation. Und Harry Bär spricht von einem Übersetzungsprozess zwischen der theologischen Tradition in Form von Schrift, Wort und Bekenntnis einerseits, also das ist die theologische Tradition, in diesem Sinne wird es so verstanden eben, und der Situation von hier lebenden Musliminnen und Muslimen andererseits. Und hier erhält auch die islamische Religionspädagogik ihr kritisches Moment. Die Situation, in der Menschen ihren Glauben leben, kommt zu theologischer Geltung und wird zu einer Größe, die Anstöße für theologierelevante Erkenntnisse liefert. Das spezifische theologische Merkmal der islamischen Religionspädagogik liegt somit darin, die Erkenntnisse der Situation in die Theologie einzubringen und theologische Diskurse zu öffnen, zu aktualisieren und auch zu reformulieren. So, jetzt komme ich zum Thema Sexualität und Gender, an dem ich das eben auch zeigen möchte. Und es gibt eben eine Anzahl von Studien, die sich mit den Vorstellungen und Einstellungen junger in Deutschland lebender Musliminnen und Muslime zum Thema Sexualität und Gender auseinandersetzen. Und sie können ein breites Spektrum von Orientierungen an verschiedenen religiös-normativen Vorstellungen zeigen. Was die Geschlechterdifferenz anbelangt, so zeigen Studien, dass ein Teil der jungen Menschen sich an der normativen Vorstellung orientieren, dass Männer und Frauen unterschiedliche Geschlechterrollen und unterschiedliche Geschlechterrechte hätten und somit auch an der Vorstellung religiös bedingter geschlechtsspezifischer Ungleichheiten. Das wäre sozusagen ein Typ, so möchte ich das bezeichnen, ja, so Typ 1 oder Typ A. Ein anderer Teil zeigt eine Orientierung an der normativen Vorstellung, dass Männer und Frauen unterschiedliche Geschlechterrollen hätten, jedoch gleichwertig sein und sich gegenseitig ergänzen würden. Das wäre ein weiterer Typ, also Typ 2. Und ein dritter Teil zeigt eine Orientierung an der normativen Vorstellung der rechtlichen und moralischen Gleichstellung der Geschlechter. Und das wäre sozusagen der dritte Typus. Und diese drei Typen sozusagen, die will ich Ihnen jetzt gleich so ein bisschen plastischer darstellen oder skizzieren. Die Vorstellungen über die Normierung von Sexualität stehen in einer Wechselwirkung mit diesen Haltungen. In diesem Bereich beziehen sich die Studien meist auf die Einstellungen und Haltungen von Musliminnen und Muslimen zur Virginitätsnorm. So zeigt sich, dass für einen Teil der Mädchen, obwohl, das mache ich gleich, Die Vorstellung zur Sexualität werde ich dann auch gleich ausführen, wenn ich zu den Vorstellungen zu Gender spreche. So, also kommen wir jetzt sozusagen zu diesem ersten Typ, der hier steht, Akzeptanz und Befürwortung von unterschiedlichen Geschlechterrollen und Rechten sowie der Virginitätsnorm. Was die Akzeptanz und Befürwortung von unterschiedlichen Geschlechterrollen und Rechten anbelangt, so zeigt die qualitative Studie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge von 2014, die Personen ab 16 Jahren befragt hat, dass klassische Rollenbilder, bei denen der Frau Haushalt und Familie zugeordnet und der Mann in der Ernährerrolle gesehen wird, bei Muslimen deutlich stärker verbreitet als bei Christen sei, wobei sich in der Folgegeneration eine zunehmende Ablösung von dem Rollenmodell zeigen würde. Zitat, rund die Hälfte der in Deutschland geborenen oder aufgewachsenen Muslime misst Keuschheitsgeboten weiterhin eine hohe Bedeutung zu. Die Entscheidungsautonomie bei eigenen Lebensbelangen sei bei rund einem Zehntel der befragten Musliminnen und Muslime eingeschränkt. Jedoch würden hohe Bildungsabschlüsse und gute Sprachkenntnisse der Frauen sich auf die Entscheidungsautonomie positiv auswirken.
Und diese Tendenz zeigt sich auch in der 18. Shell-Jugendstudie von 2019, die unter anderem Entwicklungen bei den Wertorientierungen von Jugendlichen im Alter von 15 bis 25 Jahren untersucht hat. Im Bereich der Vorstellungen bezüglich Familie- und Geschlechterrollen konnte festgestellt werden, dass, Zitat, sich 71% der muslimischen Jugendlichen für ein männliches Versorgermodell entscheiden würden. Zitat Ende. Dabei seien die jungen Männer konservativer als die Frauen. 22% würden allein die Familie ernähren wollen, wenn ein Kind da wäre. Aber nur halb so viele Frauen sehen das ähnlich. Junge Frauen wünschen sich stärker eine gleichgewichtige Aufteilung der Erwerbstätigkeit. Jetzt gehe ich nochmal auf die Normierung von Sexualität ein. Und da zeigt eine Studie von Annette Müller, die die sexuelle Sozialisation in der Adoleszenz von Mädchen und jungen Frauen deutscher und türkischer Herkunft im Vergleich untersucht hat, dass die Mädchen und jungen Frauen türkischer Herkunft Sexualität vor der Eheschließung auf der Grundlage ihres Verständnisses vom Islam einhellig ablehnen. Dabei wird in der Untersuchung deutlich, dass die Mädchen von, Zitat, von den Lebensgewohnheiten der muslimisch geprägten Familienmitglieder und weiterer MuslimInnen auf die Religion schließen. Die Unterscheidung von Tradition und Religion ist in dieser Weise kaum möglich. Zitat Ende. Die Virginitätsnorm vor der Ehe ist für die Mädchen bedeutsam. Sie ist im gemeinschaftlichen und familiären Kontext eingebettet und wird von ihnen dort erwartet. Das sexuelle Verhalten liegt somit nicht im Entscheidungsspielraum der Mädchen selbst. Und ein ähnliches Ergebnis hat die Studie von Franziska Schäfer und Melissa Schwarz, die narrative Interviews mit Musliminnen der sogenannten zweiten Generation durchgeführt haben, zutage gebracht. Es wurde festgestellt, dass sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe für die meisten Jugendlichen einen normativen Charakter hat, insbesondere für die Mädchen. Letztere stellen dies häufig als eine eigene Wahl dar und nicht als sozialen Zwang. Die hohe Bedeutung der Virginitätsnorm wird auch in einer qualitativen Studie von Hans-Georg Ziebertz et al. Deutlich, die in Interviews mit christlichen und muslimischen Mädchen der 9. Jahrgangsstufe an Realschulen die Zusammenhänge zwischen der Religiosität der Mädchen und ihrer Haltung zur Virginitätsnorm analysiert haben. Und sie kommen zu dem Schluss, dass für den Großteil der interviewten muslimischen Mädchen die Befolgung dieser Norm außer Frage steht. Auch hier wird deutlich, dass die meisten muslimischen Mädchen oftmals nicht zwischen religiösen und kulturellen Normen und Werten unterscheiden. Noch eine Folie zu diesem ersten Typ. Und zwar komme ich jetzt dazu, was die Jungen anbelangt. So wurde in einer weiteren Studie von Andrea Betz und Hans-Georg Ziebertz festgestellt, dass Werte und Normen, die die Geschlechterrollen prägen, von den Eltern übernommen und konserviert werden bei den Jungen. Es zeigt sich, dass, Zitat, für Befragte, die sich als gering religiös bezeichnen, Religion eine Normenlieferantin und Grundlage der Kultur ist, sodass sie traditionelle Geschlechterrollen bejahen. Zitat Ende. Das wird auch in der genannten Studie von Schäfer und Schwarz deutlich. Für das Sexualleben muslimischer junger Männer ist die Virginitätsnorm eher im theoretischen Sinne obligatorisch. Das Sammeln sexueller Erfahrungen wird geduldet. Meist wird darüber aber in der Familie nicht gesprochen. Retrospektiv werden die intimen Beziehungen häufig als irrelevant dargestellt und relativiert, also im Rückblick sozusagen. Bei einigen ist das Muster der Re-Islamisierung nach einer eher westlich verlebten Jugendphase zu beobachten. Und das ist sozusagen, das sind jetzt alles Studienergebnisse, die jetzt diesen ersten Typen erstmal skizzieren. Ja? Aber nicht dieser erste Typ ist sozusagen der vorherrschende oder einzige Typ von Vorstellungen oder Haltungen zu Gender und Sexualität, sondern ich möchte Ihnen eben jetzt den zweiten Typen etwas näher skizzieren, der auch ganz interessant ist. Und da geht es eben um die Vorstellung, dass
oder beziehungsweise um die Befürwortung der Komplementarität der Geschlechter sowie die Akzeptanz der Virginitätsnorm, jedoch Kritik an männlicher Doppelmoral. Ja, also so habe ich das bezeichnet als Typen. Komplementäre Einstellungen zeigen sich unter den Teilnehmerinnen einer qualitativen Studie von Sigrid Nöckel, die die Lebensentwürfe muslimischer junger Frauen der zweiten Generation in Deutschland untersucht hat. Sie konnte feststellen, dass sich die jungen Frauen zwar von traditionellen Rollenmustern distanzieren wollen, indem sie nach einer partnerschaftlichen Beziehung oder finanzieller Unabhängigkeit durch berufliche Tätigkeit streben. Jedoch bedeutet das für die jungen Frauen keineswegs eine Gleichstellung der Geschlechter. Das heißt, dass die jungen Frauen die Geschlechterdifferenz akzeptieren und nicht anzweifeln, sodass die Geschlechterrollen, Zitat, nicht aufgehoben, sondern inhaltlich neu gefüllt werden, Zitat Ende. Ja, also da ist die Geschlechterdifferenz wird schon akzeptiert, aber neu gewichtet sozusagen. Ja? Und zwar indem man eben komplementär denkt, dass Männer und Frauen sich ergänzen. Sie haben unterschiedliche Rechte, sie haben unterschiedliche Pflichten und sie ergänzen sich eben und sind komplementär zueinander. Bei der Untersuchung von männlichen Lebensentwürfen werden ähnliche Orientierungen sichtbar, bei diesem zweiten Typ. Birol Mertol hat die Männlichkeitskonzepte von Jungen der sogenannten zweiten und dritten Generation der türkischen Migranten-Community qualitativ untersucht. Und die Vorstellung von Partnerschaft ist tendenziell auf Gleichberechtigung ausgerichtet, also was Partnerschaft anbelangt. Allerdings verrät das Verständnis von Ehre eine starke Verhaftung in einem ungleichwertigen Verständnis des Verhältnisses von Mann und Frau. Denn von der Frau verlangt es die Orientierung an der männlichen Ehre. Zitat, korrekte Bekleidung, korrektes Verhalten im Umgang mit fremden Männern, keine vor- oder außerehelichen Beziehungen. Das heißt, die Frau muss bis zur Ehe ihre Jungfräulichkeit beibehalten und während der Ehe auch keusch sein. Zitat Ende. Obgleich es im Bereich Hausarbeit, Partnerschaft und Elternschaft Entwicklungen hin zu einem egalitären Verständnis gibt, bleibt der traditionell ausgelegte Wert der Ehre auch in der sogenannten zweiten und dritten Generation in Deutschland bei vielen Jungen mit türkischer Migrationsgeschichte zentral, so die Studie von Birol Mertol. Was die Normierung von Sexualität anbelangt, so kommt Zieberts et al. Zu dem Ergebnis, dass auch wenn die Befolgung der Virginitätsnorm von Seiten der Mädchen außer Frage steht, diese teilweise auch auf eine Konformität gegenüber den Rollenerwartungen des Umfelds und Angst vor sozialem Druck sowie Ehrverlust zurückführbar ist. Diejenigen Mädchen, die unter sozialem Druck leiden, äußern ihre Kritik gegenüber der Doppelmoral muslimischer Jungen und Männer, die einerseits für sich beanspruchen, voreheliche sexuelle Erfahrungen zu sammeln und andererseits von Mädchen und Frauen erwarten, jungfräulich in die Ehe zu gehen. Also das wird natürlich hier reflektiert, aber dennoch wird das sozusagen akzeptiert. Ja? Die Kritik an der Doppelmoral hinter der Virginitätsnorm erzeugt einen weiteren Handlungstyp, den Toprak in seiner Studie auch beschreibt. Und dieser Typ nimmt nämlich die Doppelmoral zum Anlass einer Rebellion. Also die Toprak hat eben festgestellt, dass das auch zu einer Rebellion unter den Frauen sozusagen führt. Dieser Typ, den Toprak da eben beschreibt, lehnt traditionelle und geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen ab und somit auch den Begriff der Ehre. Die Mädchen rebellieren gegen die Norm ihrer Familie und ihrer Community und schaffen sich Freiräume, um sich mit ihren Freunden zu treffen, also mit ihren männlichen Freunden. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist für sie kein Tabu, auch wenn sie den Freund später nicht heiraten. Aufgrund des familiären Zwangs und ihres rigiden sozialen Umfelds versuchen sie dies zu verheimlichen. Dieser Typ kritisiert Normen, die im Namen der Ehre das Verhalten von Mädchen reglementieren. Auch die Definition der Ehre des Mannes über das Verhalten der Frau und die daraus resultierende soziale Kontrolle der Sexualität und des Verhaltens der Frau wird von diesem Typ vehement abgelehnt. Ja? Also das wäre sozusagen der zweite Typ, wo man eben diese Geschlechterdifferenz befürwortet, von einer Komplementarität ausgeht, Virginitätsnorm akzeptiert, aber eben diese Doppelmoral sehr stark kritisiert und reflektiert. Kommen wir zum dritten Typ. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Und zwar geht es bei diesem dritten Typ um die Forderung nach einer rechtlichen und moralischen Gleichstellung der Geschlechter und Kritik und Ablehnung der Virginitätsnorm als Kontrolle der Sexualität von Frauen. In der Studie von Ursula Boos-Nüning und Yasemin Karakaşoğlu, in der sie ledige kinderlose 15- bis 21-jährige Mädchen mit griechischem, italienischem, ex-jugoslawischem und türkischem Migrationshintergrund sowie Aussiedlerinnen aus der Gemeinschaft unabhängiger Staaten unter anderem nach der Bedeutung der Virginität gefragt haben, hat sich gezeigt, dass, Zitat, eine sexuelle Beziehung ohne oder vor der Ehe von den meisten Mädchen, also 58%, akzeptiert wird. 27% lehnen dies ab, 15% weisen eine unterschiedene Haltung dazu auf. Also 58% akzeptieren eine sexuelle Beziehung ohne oder vor der Ehe von diesen ganzen Mädchen mit unterschiedlichen Herkünften sozusagen oder Migrationshintergründen. Und die Unterschiede nach nationaler Herkunft sind eben sehr bedeutsam in dieser Studie. Darauf haben sie sich sehr stark eben auch bezogen und sagen, dass bei den Mädchen mit italienischem und jugoslawischem Hintergrund es 25% gibt, die die Norm akzeptieren. Also italienisch-jugoslawisch, ja, 25%, die Norm, die Virginitätsnorm akzeptieren. 60% akzeptieren sie nicht. Und bei den Mädchen mit türkischem Hintergrund gibt es 59%, die die Norm akzeptieren und 22%, die sie ablehnen. Ja, also 22% immerhin. Hier wird erkennbar, dass die Virginitätsnorm einerseits auch von einem Teil der Nicht-Musliminnen akzeptiert wird, während andererseits ein Teil der Musliminnen diese Norm ablehnt. Die Haltung unter den Musliminnen insgesamt ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt türkische Muslime mit türkischem Migrationshintergrund sich anguckt und anderen. Bosnische Musliminnen befürworten voreheliche Geschlechtsverkehr mit 45%, türkische Musliminnen nur 21%. Das hat Auswirkungen auf die Bereitschaft, eben auch mit einem Partner ohne Heirat zusammenzuleben. Und je geringer die Akzeptanz der Virginitätsnorm ist, desto höher die Bereitschaft zu einer vorehelichen Lebensgemeinschaft. Und auch die Studie von Schäfer und Schwarz von 2007, auch in der tauchen Beispiele für junge Musliminnen auf, die sich nicht an der Virginitätsnorm halten und sexuelle Erfahrungen außerhalb der Ehe sammeln. Schäfer und Schwarz führen das auf erfolgreiche Bildungsanstrengungen zurück, die jungen Frauen ermöglichen, aus dem Elternhaus auszuziehen, sich der sozialen Kontrolle zu entziehen und eine individualisierte Lebensform zu realisieren. Entweder werden solche intimen Beziehungen dann eben auch verheimlicht, was zu einem Doppelleben führen kann, oder das Offenlegen der Beziehung kann auch den Bruch mit der Familie nach sich ziehen. Aber das ist nicht immer der Fall, wie die Studie von Toprak zeigt, denn er hat eben auch einen Typen rekonstruieren können, der im Gegensatz zu den anderen Typen nicht geschlechtsspezifisch erzogen wird. Sexualität ist für diesen Typ ein selbstverständlicher Teil der persönlichen Identität. Aufklärung findet durch die Mütter oder Eltern relativ früh in einer offenen Art statt. Ehre wird von den Eltern der Mädchen nicht am Sexualleben der Tochter festgemacht. Treue und Zusammenhalt stehen für sie in einer Partnerschaft im Mittelpunkt. Ehre ist für sie mit der Würde des Menschen verbunden und an seine innere Haltung. Ihre religiöse Einstellung sehen sie als Privatsache an, wobei sie beispielsweise Gebet und Fasten individuell interpretieren und einhalten. Ihre Haltung geht mit der Forderung nach einer rechtlichen und moralischen Gleichstellung der Geschlechter einher. Auch das ist sozusagen eine Form, wie die existiert, was die Haltung zu Gender und Sexualität anbelangt. Also Sie sehen drei völlig unterschiedliche Typiken, die sozusagen in der Empirie auftauchen.
Und ich würde das ganz gerne hier zusammenfassen. Die skizzierten Studienergebnisse bringen eben unterschiedliche Orientierungen junger MuslimInnen und Muslime zutage, die die religiösen Normen zu Gender und Sexualität betreffen. Es zeigt sich ein spannungsreicher Werte- und Normendiskurs unter den MuslimInnen, der von einer Identifikation und Akzeptanz bis hin zur Kritik und Abkehr, aber auch der Weiterentwicklung von religiösen Normen oder Traditionen im Bereich von Gender und Sexualität reicht. Die muslimischen Jugendlichen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Tabu und Liberalisierung, zwischen Selbst- und Fremdbestimmungen. Wesentlich ist, dass verschiedene Studien zu der Erkenntnis gelangen, dass bei den meisten Interviewten religiöse und kulturelle Normen ineinander fließen und kulturelle Normen häufig auf die Religion zurückgeführt werden. Von den muslimisch geprägten Lebensgewohnheiten der eigenen Familie und Community wird auf die Religion geschlossen, so dass eine Unterscheidung zwischen Religion und Tradition kaum stattfindet und auch kaum möglich ist. So wird die Gesellschaft, die gesellschaftliche Konvention ihrer sozialen Lebenswelt als religiöse Normierung der Sexualität interpretiert. Zitat Ende von Zieberts, Köster und Betz. So, und als wir uns damit uns ausgetauscht haben, da hast du, Amir, gefragt, könnte man sagen, dass eben diese drei Typen unterschiedlichen Verständnissen von Tradition entsprechen. Ja? Also der erste Typ orientiert sich stark an der, an den durch das Elternhaus vermittelten Normen und überträgt das auf die eigene Lebensgestaltung. Der zweite Typ aktualisiert zumindest Rückfragen an die Kohärenz der Tradition, indem sie hinterfragt, warum ein Unterschied zwischen Geschlechtern gemacht wird. Und der dritte Typ fordert eine deutliche Aktualisierung und Neuinterpretation der Tradition. Sie orientiert sich am Gehalt der Tradition, etwa Gerechtigkeit, und sieht die überlieferte Form der Tradition hier im Widerspruch. Ja? Also das wäre sozusagen die Inbeziehungssetzung unserer beider Teile zueinander. Und natürlich kann man das jetzt auch alles religionspädagogisch reflektieren, was ja auch ganz wichtig ist, was auch meine Aufgabe ist. Aber ich würde, glaube ich, hier mal Schluss machen, damit wir erstmal in die Diskussion eintreten. Vielen Dank.